To Marbury Guest House, please. So, Marbury Guest House. Können wir mit irgendwem sprechen? Nein, wahrscheinlich nicht. Wie immer, wir können uns das hier aber mal anschauen. I've been going past this modest guest house for so long. I would never have thought that the ABC case would lead me here. Alter, kannst du mal bitte den Wagen hier ausmachen? Ist ja die übelste Umweltverschmutzung. Marbury. So geht's nicht. There is a very pretty village by this name in Cheshire. Ah, gut zu wissen. Alter, mach den Wagen aus. Ist ja schlimm. Oh. Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen. So, Schirmständer, gibt es hier irgendwas zum Anschauen? Kann ich noch ein bisschen weiter nach rechts? Kann ich sogar? It is a very beautiful piano. Maybe Mrs. Marbury likes to play in her free time. Auf jeden Fall singt sie gerne, beziehungsweise summt ganz gerne, so wie sich das anhört. So, schauen wir uns erst hier um. Nee, ich würde sagen, wir schauen uns die gute Dame erstmal an. How do you do? You must be Mr. Hercule Poirot. Chief Inspector Jupp told me that you might be coming. Ja, wie sie lächelt. So, ihr sagen, dass sie eine große Hilfe ist. Sich darüber ärgern, dass sie Kartoffeln schält? Was? Warum sollte ich mich darüber ärgern, dass sie Kartoffeln schält? Das wäre bestimmt lustig, aber nein, es tut mir leid. Madame, you may be of valuable help to me. It would be my pleasure to help you. Will there be some journalists there as well? I think you might even be interviewed. You are a key witness. I've suspected him for some time, but he appeared so harmless. Oh yes, sometimes he got angry and waved his arms about. But even then, he wasn't frightening. And he was as gentle as a lamb again immediately afterwards. It was only this morning that I understood. He told me he was going to Cheltenham, but my daughter saw him at Euston Station. It's not the right station. To get to Cheltenham, you have to take the train from Paddington. And what's more, Mr. Cuss left behind an ABC with Doncaster underlined. Oha. As you can imagine, when I saw that, I called Scotland Yard. Oh, ihr gratulieren zu ihrer Beobachtung. Sie fragen, warum sie von dem ABC-Kursbuch wüsste. Wurde das der Presse nicht mittlerweile mitgeteilt? Dass ihr das immer hinterlässt? Ach, wisst ihr was? Ich möchte ihr gratulieren. Die ist einfach so toll, die Alte. Well done. You were right. He did go to Doncaster. So I was right to warn the police. Ja, war super. Tell me, did you have any other reason to suspect Mr. Cust? Well, he's odd. Sometimes he coughs really loudly and complains that his throat is burning, and sometimes he talks to himself and stares into space. He told me that it was because of a wound he got in the war. His head hasn't been quite right since, he said. And then he was in Churston when that millionaire got murdered. I found his train ticket when I washed his coat. He didn't want me to wash his shirt. He washed it himself. But I did see big brown stains on it. Alte, du bist ja großartig. Du weißt ja ganz schön viel. Fragen, wo die Flecken waren. Fragen, ob es Blut war. Ist sie sich vielleicht nicht sicher? Und eventuell bekommen wir hier noch ein bisschen mehr raus, beziehungsweise bessere Infos. Where were the stains on the shirt? On the collar and on the buttonholes. Got used to travel for his work. Is that correct? Oh, it wasn't for pleasure. He was always unwell on trains. But he had to sell his stockings around England. I have to respect my engagements, he used to say. Do you know where Cust was at the time of the murder in Andover and Bexhill? On June the 21st and July the 25th? No, I don't know. That was a while ago, you know. But surely you keep a register. It won't do you much good. Mr. Cust rents his room for the year. If he goes away for a few days, I have no reason to make a note of it. Ah! I remember one thing. Bexhill's by the sea, right? Indeed. It is a large seaside resort. Well, as it happens, at the start of July, Mr. Cust asked me to repair his bathing dress. Oha. Suspicious, huh? Oha, Sie bitten fortzufahren. Hervorheben, dass Bexhill nicht der einzige Badeort ist. Na, nee. Very interesting. Please continue. Die erzählt ja gerne, von daher lassen wir sie. Newspapers that talked about the case. Okay, nach Details zu den Zeitungsfragen, fragen ab, wann er die Zeitung gekauft hat.
When did he start buying the newspapers? Let's see. I think it was just after the millionaire's murder in Churston. He didn't seem all that interested before that. That will be all for now. I'm going to take a look at his room. Take the key on the counter. Dankeschön. Also, du hast uns voll viele Infos gegeben. Das ist nett. So, was ist... It looks like I've found the real master of this house. Okay. Katzenporträt. Ein Kissen mit Haaren. Ein Deckel am Ende... Was? Deckel am Ende eines Seils wahrscheinlich. I'm sure that Mrs. Marbury lets it do what it pleases. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, okay. So, der Schlüssel liegt auf der Theke. Da ist er. Ich wollte aber jetzt gerade noch mal schauen... Können wir das nochmal angucken? I don't think my register will help you. Mr. Cusrett's his room all here. Achso, ja, ja, klar, hat sie ja gesagt, dass sie das nicht notieren muss. Wir können trotzdem reinschauen. The truth is becoming apparent. And I have something to say to Mrs. Marbury. Was? Er hat ihr noch etwas zu sagen? Ich wollte jetzt erstmal den Schlüssel... Nein. Ich wollte jetzt erstmal den Schlüssel mitnehmen. Und dann wollte ich auch nochmal nachschauen, ob Ja, du musst sie noch was fragen. Ich weiß es. Ob ich sie noch mal genauer beobachten kann. Ah, das habe ich nämlich vorhin nicht gemacht. Das ist jetzt nicht wirklich... This woman appears to be in a ja, good mood. Das trägt jetzt nicht wirklich dazu bei, das hier zu lösen. Aber ich finde es... Ich finde es ganz spaßig. So, fließende Gesten. Sie schneidet oft Kartoffeln. Eine perfekte Hausfrau und Rezeptionistin. Dieses schönen Etablissements. Mrs. Marbury is in a good mood. She is working very precisely in producing incredibly thin peels. Unglaublich feine Schalen. Die kann auch bestimmt einen Apfel so rund in einem Schalenstück schälen. Wisst ihr, was ich meine? Wobei das, glaube ich, gar nicht so schwer ist. Mrs. Marbury, if I am to believe the register, you rented room 306 to a certain Mr. Fishman. Das habe ich so schnell nicht mal gesehen in dem Buch. Room 306 is Cust's room. Can you explain yourself? Yes, I remember... Just for one night as a favor. Mr. Cust was away, all my other rooms were taken, and poor Mr. Fishman had nowhere to go. To go, wie sie das gesagt hat. Sich verständnisvoll zeigen, erläutern, dass es illegal ist. Nee. It doesn't matter. Provided that you remember to change the sheets. Oh, do you think so? Schaut mal bitte. Die hat in der Hand, das habe ich jetzt gerade gesehen. Also, mir sind ja so kleine... Logiklücken in Spielen meistens egal, ne? Solange sie jetzt nicht so großartig sind. Aber ich frage mich gerade, ob es 1935, spielt das glaube ich, ob es da schon solche Kartoffelschäler gab. Wisst ihr, was ich meine? Das war jetzt kein normales... Alter, du sollst die Treppe hochgehen. Das war jetzt kein normales Messer. Aber gut, von mir aus gab es da auch schon Kartoffelschäler. Wobei ich mich nicht daran erinnern kann, in meiner Kindheit Kartoffelschäler gesehen zu haben. Aber gut. Vielleicht hatten wir einfach keine. Ist auch egal. Warum quatsche ich bei dem Spiel immer so viel Mist? Ich weiß es nicht. Ich bin immer so gut drauf, wenn ich das aufnehme, weil es so viel Spaß macht. Laudanum. Laudanum, Cameron's Chemists. Laudanum, a medicine for coughs. It is what Dr. Clark prescribed for Mrs. Usher. Okay. This subject would probably be useful. Es ist aber auch manchmal so ein bisschen... doppelt und dreifach und vierfach und fünffach erklärt, ne? Also, dass die Laudanum hatte, habe ich jetzt schon kapiert. Johnson Company. I know this medicine. It is a powerful sedative. This subject would probably be ja, ja, natürlich. Pack einfach mal alles ein, was bei dem Mr. Bonaparte so rumsteht. So, Waschbecken. Ach, natürlich. Moment. Moment. Eben den Schnurrbart zurecht zupfen. Das ist ganz wichtig. So, was haben wir hier? Gar nichts. Oh, da steht eine Schreibmaschine. How hopeful. This place is a real mess. Was? Der Ort? Weißt du, da liegt was? Vernachlässigter Mantel. Oh mein Gott, der liegt auf dem Stuhl. Hier steht ein bisschen Geschirr, nicht aufgeräumtes Geschirr. Und das Bett ist auch ein bisschen verschoben. Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Ein unglaubliches Chaos hier. Also ist ja kaum zu ertragen, diese Unordnung. Ah, gut. So, was haben wir hier? War of 1914-1918. By the King's order, the name of Corporal A.B. Cust
Devonshire Regiment was published on the London Gazette on May 10, 1918, as mentioned in a dispatch for gallant and distinguished service. An army dispatch, wounded under some front, victim of a gas attack, Corporal Cust greatly deserves his distinction. Ah, okay. So, untersuchen wir doch mal den Schreibtisch. Leider John mit einem Milligan, großen Tintenfleck. Managing Director, Silky Legs, Frederick Street, Leicester. To A.B. Cust, Marbury's Guest House, 1935, May the 21st. Dear Sir, further to our letters dated 5th and 10th of the month, we confirm we are you as door-to-door salesman, according to the conditions stated in our previous letters. We will send you the articles by mail and also a Redfield typewriter you will be using for every business letter. Regarding the schedule of your rounds, please do as following. June 21, Andover. Arrive by train the 20th in the evening and get room at Station Hotel. Start your turn in the north part of the town. This letter establishes that Cust went to Andover, but the ink has hidden the destinations of his other trips. I know from Mrs. Marbury that he went to Churston. I just have to show that he went to Bexhill, and I will have proved that he was present at all the crime scenes. Ja, das werden wir bestimmt auch noch beweisen können. So, das ist die besagte Schreibmaschine. I have to get the ribbon. Oh. How am I going to do it? Nein, nein, definitiv noch nicht. Wir machen es gleich. Kann ich mich auch dran erinnern? Ich kann mich an die ganzen Did schwierigen Cust Rätsel drop it when echt erinnern. Or was it Mrs. Marbury while she was cleaning? Ich glaube, das war schwierig. Cust is parsimonious. He keeps his pencils and sharpens them until there is nothing left. It is clear that he did not grow up in luxury. Okay, das Kursbuch. It's an ABC. Okay, und ein Messer. Irgendetwas Besonderes? A long-bladed knife. A murderous weapon. This object will probably be useful to me. Ja, ja, einfach mal mitnehmen, passt schon. So, und dann ist die Schreibmaschine gleich Nummer 6, okay. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Ich möchte aber jetzt erstmal hier in die Kartons und eventuell in den Schrank schauen, falls es geht. ABC Guys, enough to sign about a dozen murders. Okay. It's closed. Okay. It's closed. Ach so, okay. Was ist denn hier sonst noch auffällig? Ich dachte vielleicht, dass da unten... Irgendwas muss hier doch noch sein. Oder soll ich die anderen anschauen? ABC Guys, enough to sign about a dozen murders. Nee, okay. Irgendwas muss doch hiermit sein. It's closed. Das ist verschlossen. Haben wir... Ah, natürlich. Moment. Moment. Mit dem Messer. This knife is very useful. Who knows? Maybe it never cut anything other than string. Stockings. Na, super. Na super, das haben wir jetzt für Strümpfe. Stockings. Ja, toll. Das haben wir jetzt für Strümpfe gemacht. Aber okay, so, dann widme ich mich jetzt der Schreibmaschine. Wie gesagt, ich glaube... I have to get the ribbon. Ja, how am I going to do ich it? Glaube, das war nicht leicht. Something is blocking the ribbon. Das Band wird blockiert. Okay, Moment. Erstmal schauen wir uns alles hier so gut es geht an. Man kann doch... Ah, das kann man rausdrehen. Okay. Left and heel has been linke Spule wurde entfernt. Hä, das war doch nicht so einfach, dass ich einfach rechte und linke Spule entfernen musste. Oder? The right hand heel has been removed. Ach, oder ich bin damals nicht drauf gekommen, die Spulen zu entfernen. Das kann natürlich auch sein. Something is blocking das Band wird durch etwas blockiert. Oh, er wollte wieder ein Und schreiben. Quite sorry for you. Da bin ich gespannt. So, das wird noch durch irgendwas blockiert. Hat das Blatt Papier hier was mit zu tun? Achso, nee, da kommen wir nur hier hin. 5. And here is the ribbon. Schon? Let us see if it was indeed used to write the letters sent by okay, ABC. Doch kein schweres Rätsel. So. I only need the ink ribbon for my inquiry. I will let Jack clean the keyboard if he wishes. Okay, er braucht nur das Farbband. All the letters announcing the murders were written on Cust's typewriter. Ja, und wir sehen hier natürlich das I und
Ja, damit wissen wir Bescheid, dass das auf dieser Schreibmaschine geschrieben wurde. Habe ich was übersehen? Ach ja, ich wollte ja vorhin schon in den Schrank gucken, genau. Was haben wir denn hier? Wo fange ich an? Hier? The Bexhill Daily Paper. Dated from the day of the Bexhill murder. Aha. Most probably the bathing dress repaired by Mrs. Martin. Ah, das ist der besagte Badeanzug, natürlich. All the main articles referring to the ABC case are here. From the Churston murder onwards. Nothing before that date. Okay, und was fehlt noch? Trousers, white shirts. Everything has been washed very well. Okay. So, das war's dann hier, aber das ist immer noch nicht alles. Ach stimmt, das Bett. Hat er nicht... At least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Hm? Hat er nicht irgendwie gesagt, das Bett wäre verschoben oder so? Aber wenn ich mir das anschaue, was ist das denn hier? Was ist denn das da unten? Ach, das Messer hat er jetzt wieder zurückgelegt. So, Moment. Hier haben wir 6 von 6. Das Fenster, das hier hatten wir. Das Bild können wir nicht anschauen. Wir haben uns das Regal angesehen. Das Bett kann ich anscheinend nicht anschauen. ABC Guide. Die Kursbücher? Moment. Müssen wir denn weiterhin... Ja, wir müssen weiterhin das Zimmer durchsuchen. Das würde ich jetzt ganz gerne noch machen in dieser Folge. Geht das echt nicht mit dem Bett? At least we can say that Mr. Cust is not very concerned about order and balance. Nee. Das scheint nicht zu funktionieren. Das ist die Tür. Da wird jetzt sowas sagen wie, ich will noch nicht gehen, oder? It is not the right time. Okay, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ja, ist denn hier irgendwas Besonderes? 2 von 2. ABC Guide. Kursbücher, Strümpfe, kann er die mitnehmen? Stockings. Ja, und das ist ja auch 2 von 2. Kann ich hier... Kann ich das damit... Nein, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Brauche ich nur das Farbband? Ich überlasse es Jeb, die Tastatur zu reinigen, wenn er möchte. Nee, ich dachte jetzt, für einen kurzen Moment müssen wir das hier irgendwie mischen, aber das ergibt keinen Sinn. Vier von vier. Okay, da zupft er nur den Schnurrbart. Sechs von sechs. Das Messer liegt da wieder. Finished with this. Bin fertig mit diesem Gegenstand. Ja gut, bei 6 von 6 ist er fertig mit allem. Kann ich vielleicht noch ein bisschen weiter hier in den Raum gehen? Das könnte ich mal... Nein, das könnte ich nicht probieren. So, was fehlt? Was fehlt? Was fehlt? Das mit dem Mantel scheint vollkommen egal zu sein. Wofür war der Schlüssel nochmal? Ach so, das war der... Key bears the number 306. Das ist einfach nur der Zimmerschlüssel. Gut, bringt uns jetzt gerade auch nichts. Sagt er irgendwas zu diesem Medikament? Beruhigungsmittel. Warum hat Cust es besorgt? Und das ist das Laudanum. Okay, Laudanum. A medicine for coughs. Ich kann mir nur vorstellen... It is what Dr. Clark... Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass irgendwas mit dem Farbband ist. Brauche ich nur das Farbband... Ja, aber wenn er auch nur das Farbband braucht, kann er das dann hier nicht irgendwie lösen? Versteht ihr, wie ich meine? Also, ich meine, da braucht er die Spulen ja nicht, oder? Ja, mit Beruhigungsmittel oder Laudanum können wir das wohl nicht einschmieren. Was fehlt denn hier noch? Es gibt hier auch... Moment, gibt es in diesem Spiel eine Hotspot-Anzeige? Ich glaube nicht, ne? Nein. Zumindest nicht mit der Leertaste. Vielleicht mit I? Nee, auch nicht. Die haben uns doch angeschaut. Ja, ja, das hat er gesagt. An Army Dispatch. Das hat er auch gesagt. Hier haben wir alles, am Fenster ist nichts. Ich brauche nur das Farbband. Strümpfe. Stockings. Strümpfe, Strümpfe, Strümpfe. Das ergibt alles keinen Sinn. Leute, wenn ich so auf die Uhr schaue, ich hätte es jetzt echt gerne noch gemacht, aber wenn ich so auf die Uhr schaue, müsste ich eigentlich mal die Folge beenden. Und da ich hier gerade nicht weiterkomme, ich kann ja auch nicht... Nee, ich kann die Kisten nicht umgehen, gar nichts. Hier ist ja auch...
da ich mir das Bett nicht näher anschauen kann, das ist nur der Zimmerschlüssel, kann ich das hier auch nicht? Nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich kann mir den kleinen Schrank da, die Kommode anschauen, aber das geht nicht. Ist irgendwas am Teppich? Ist da vielleicht irgendwas auffällig? Nein. Gut, Leute. Ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt erstmal. Beim nächsten Mal werden wir das dann schon rauskriegen. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.